Herzlich willkommen bei Standocs. Mein Name ist Uli Diederichs. Und wir sind hier im Standocs Center in Wuppertal. Das Fahrzeuglackierhandwerk steht vor stetig neuen Herausforderungen. Die Automobilindustrie bringt immer verrücktere Farbtöne auf den Markt. Und Sie, liebe Fahrzeuglackierer, müssen in die Lage versetzt werden, diese Farbtöne dann auch hinterher entsprechend zu reproduzieren. Wir haben uns darum gekümmert und für Sie Lackierverfahren erarbeitet. Und ein solches sehen wir uns jetzt mal an. Wir gehen mal runter zu Matthias Glawe ins Informationszentrum. So, wir sind jetzt im Werkstattbereich des Standocs Informationszentrums und treffen hier auf Matthias Glawe. Hallo Matthias. Hallo Uli. Was hast du uns vorbereitet? Ich habe hier vorbereitet den neuen Farbton des neuen Renault Clios. Er nennt sich NNP Rouge Flamme. Das Besondere an diesem Farbton ist die Farbtontiefe, die hohe Brillanz dieses Farbtons, und das erreichen wir durch eingefärbte Klarlacke. Zu Beginn bei diesem Farbton ist es natürlich wichtig, dass man sich hier als allererstes Farbtonmusterbleche erstellt, die auf eine ganz bestimmte Art und Weise lackiert werden müssen. Machen Sie sich drei Musterbleche. Das erste Musterblech mit einem Spritzgang eingefärbten Klarlack, das zweite mit zwei Spritzgängen und das dritte mit drei Spritzgängen eingefärbten Klarlack. An dem Vorderwagen, den ich hier vorbereitet habe, war der Kotflügel hier ein Neuteil. Wir wollen am Ende eine Farbtonangleichung schaffen. Hierzu ist wichtig, dass wir natürlich mit dem Untergrund anfangen. Da haben wir einen 2K-Füller genommen, grau eingefärbt, der mit in das angrenzende Teil einlackiert werden muss. Allerdings nur im ersten Drittel des angrenzenden Teils. Ja, warum lackieren wir den Füller im ersten Drittel mit ein im angrenzenden Teil? Das tun wir, dass wir eine hundertprozentige Deckkraft bei der Lackierung des Untergrundfarbtons gewährleisten können im angrenzenden Teil. Nun kommen wir zur Applikation unseres Basislacks. Zunächst lackieren wir dazu im angrenzenden Teil unseren Color Blend auf. Das tun wir über die Hälfte hinaus in Richtung des Grundierfüllers. Von der anderen Seite lassen wir dann unseren Untergrundfarbton, unseren Basislack, einfließen in den nassen Color Blend. Nach der Upliftphase unseres Basislacks kommen wir zum Klarlack. Hierzu benötigen wir einen eingefärbten Klarlack und einen nicht eingefärbten Klarlack. Wir kommen nun zur Applikation unseres eingefärbten Klarlacks. Den ersten Spritzgang lackieren wir über unseren Untergrundfarbton hinaus auslaufend. Von der anderen Seite nehmen wir den zweiten Klarlack, den wir vorbereitet haben, den klarsichtigen, und lassen dann von hinten in den eingefärbten Klarlack den klarsichtigen Klarlack einfließen. Nach ausreichender Ablüftphase kommen wir nun zum zweiten Spritzgang. Den lackieren wir auch über den ersten Spritzgang auslaufend hinaus. Und von der anderen Seite lassen wir den klaren Klarlack einfließen. Für die absolute Brillanz schließen Sie die Lackierung mit einer Schicht Klarlack ab.